Weiter geht es mit einer neuen Lombax-starken Folge. Ratchet & Clank, das PlayStation 4 Remake auf einer PlayStation 5. Und wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Ganze mit einer klitzekleinen Bewertung unterstützen würdet. Geht ganz schnell, geht ganz fix und wir starten direkt durch, denn wir müssen hier mit dem Dietrich ran. Ich meine, bald werden wir durch sein. Ich werde das Spiel echt vermissen. Aber Gott sei Dank kommt ja dann direkt im Anschluss Rift Apart. Vielleicht ein, zwei Tage ist eine Lücke dazwischen. Wir werden sehen. Ich weiß es noch nicht. Kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Aber ich bin dran. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. I don't like this. Ist wieder eine harte Nuss, ne? Also die Dinger sind nicht easy. Für ein Kinderspiel ist hier nichts geschenkt. Okay, ich mach dich mal ganz kurz hier hin. So. Ha. Damit hätten wir schon mal die Hälfte fast. Yes! Ich hab's. Sieht aus, als wäre der Schwerkraftstabilisator im Kern des Schiffs. Nein. Nicht autorisierte Holo-Verkleidung erkannt. Oh oh, die Holo-Verkleidung kann sie wohl nicht mehr täuschen. Im Kern des Schiffes? Darauf wäre ich nie gekommen. Das Geile ist, hier kann ich immer wieder Munition holen. Und ja, wir brauchen im Moment Munition. Naja, wir können auch hier drüben einfach welche kaufen. Wir können auch sagen, ey, einmal voll tanken, bitte. Wieso nicht? Ich meine, das Versteckspiel ist Gott sei Dank endlich vorbei und ran. Ich habe alles Mögliche, um Helden. Alles wieder voll. Alles wieder voll. Ich habe alles Mögliche. Ach komm, wir machen den Aggressor noch ein bisschen frisch. Der ist eigentlich auch ganz witzig. Abgefahren. Jetzt bist du fast zu mächtig. Stimmt, ich bin irgendwie fast zu mächtig, oder? Ich habe keine Knete mehr. Man möge mir Kristalle geben. Auslöschen. Okay, wir haben jetzt das Ding hier aktiviert und ich werde hier befeuert. Also müssen wir wahrscheinlich hier lang. Ja, wir müssen definitiv hier lang. Mr. Zurkon will Party machen. Du bist eine Krankheit. Mr. Zurkon ist das Heilmittel. Das Heilmittel ist Vernichtung. So sieht's aus. Ich bin reich. Wieso der Geiz? Achtung! Ich komm rüber. Irgendwann demnächst. Oh mein Gott, kann ich hier überhaupt rüber? Au. Ist das wirklich der offizielle Weg? Ey, dieses Piepen macht mich wahnsinnig. Und spring! Ziel vernichtet. Moin. Bin gleich unten. So, jetzt können wir spielen. Adios, mein Freund. So, hier noch ein bisschen was mitnehmen. Wenn man schon hier ist, kann man sich direkt die Taschen füllen. Einmal. An alle Mitarbeiter. Bis zum Abschluss der Deplanetisierung fällt die gesamte Kommunikation aus. Das klingt irgendwie das heißt, nicht funky. Bis auf weiteres keine Anrufe, SMS oder Holonachrichten. Okay, vielleicht kriegen wir das Ding hier noch gelevelt auf 5. Oh, ich bin gelevelt worden. Oh, wow, 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 wow. Hundis, Hundis, Hundis. Jede Menge Hundis. Noch mehr Kampfbots. Ey, diese Kampfbots, wenn die einmal so an dich rankommen. Gehen wir so auf die Schnauze. Das große Finale. Da hauen sie dir wirklich alles entgegen, was sie nur irgendwie zu bieten haben. Aber hier levelt man echt gut. Kristall bekommen. Was ist mit dem hier? Ah, der ist wieder hier im Schutze des Schildes.
Mr. Zukon. Zukon will vernichten. Leider ist der sehr, sehr clever und bleibt einfach da hinten. Zukon ist hier. Komm schon, klein Zukon. Jetzt kommt er nicht raus. Ich glaub's nicht. Na komm, endlich. Ratchet, da kommen noch mehr Blarg. Sollen sie. Erinnerst du dich an Mr. Zukon? Sollen sie ruhig kommen. Ich will, wie gesagt, noch ein Level holen. Oh mein Gott, sind das viele. Oh mein... What the hell is going on? Das ist ja übel. Keine Munition mehr und ich bin fast tot. Uiuiui. Komplett blind. Nur irgendwelche Schrauben und Muttern. Gegner in der Ferne. Laser. Explosion. Mini-Zukon. Maxo-Zukon. Das Ende ist echt wild. Mr. Zukon braucht keine Boots. Er bezahlt mit Schmerzen. Kleins. Hast du ein Glück, dass wir Schmerzen annehmen? Schmerzen ist hier bei uns eine gängige Währung. Okay, Zuki-Lein. Ich ziele nicht auf Kinder, nein. Grundsätzlich nein. Klein Zukon beschützt das Fellknäuel. Oh, wie süß, Klein Zukon. Ich meine, die Waffen sind mit so viel Liebe gemacht, oder? Das muss man echt sagen. Alter, Alter. Muni wäre geil. Hier kommst du nicht lebend raus. Oh Mann, ich wäre fast gelevelt. Aber jetzt fehlt mir wieder ein wenig Munition. Ich habe so viele Karten eben eingesammelt. Da muss doch was dabei sein. Super, der Satz ist vollständig cool. Nice. Was Neues zum Shoppedudeln. Na Jungs. Klein Zukon wird dich erledigen. Hallo, Klein Zukon wird dich erledigen. Er ist so niedlich, aber auch so tödlich. Und Turbo. An alle Mitarbeiter. In der Besenkammer auf Deck 7 wurde eine Gedenkstätte für Viktor von Ion eingerichtet. Erweist einem gefallenen Mitglied des Teams euren Respekt. 5 Bolts Eintritt. Viktor war der große Kampfroboter, der den kleinen Clank unbedingt zerstören wollte. Aber ich will hier. Und zack. Hier noch eins hin. Strongest Weapon in Town, Baby Boy. Ich brauche dringend Nanotech. Oh mein Gott, ich bin hart am Popo. Hinten sehe ich Heilung. Oh, keine Munition. Oh, nice, Mr. Zukon. Und natürlich auch Klein Baby Zurk.
Ihr habt mir mal wieder das Leben gerettet, Tet. Bis der Zukunft wird noch Herzschläge. Alter, wie der Kleine abgeht, ne? Die Luft ist rein. Begebt euch zum Schwerkraftstabilisator. Wir gehen hier draußen in Position. Passt da drin auf euch auf. Ja, versucht nicht zu sterben. Danke für die Aufmunterung, Brax. Boah, und ich sterbe direkt. Ich dachte, ich käme hier rüber. Ich dachte wirklich, ich käme. Moment, what? Sind die ja wieder da? Alright. Oh, Alter, wie viel Munition braucht so einer? Bis er bezwungen ist. Aber da oben sind Kartenbooster. I need this Kartenbooster, Baby. Da 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 da. Da 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 da. Und ich hab wieder jede Menge Duplikate. Ja. Satz vervollständigt. Du hast einen Satz vervollständigt. Beeindruckend. Ich bin ein geiler Typ, ich weiß. Okay, ich wette, hier kann man noch tausend Dinge finden. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, ich bin an der Hälfte vorbeigerannt. Keine Ahnung. In dem Spiel gibt es immer irgendwo irgendwas zu finden. Klong, 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 klong. Hier gibt's Waffen. Ich alles aufgefüllt. Zum Hangar teleportieren. Müssen wir da hin? Was wollen wir denn beim Hangar? Schutztruppen, bitte kommen. Wir sind im Kern und begeben uns jetzt zum Schwerkraftstabilisator. Wir sollten ihn bald deaktiviert haben. Verstanden, Ratchet. Die Magnetbooster sind bereit und wir sind in Position. Sag uns einfach wann. Mach ich. Kann eine Weile dauern, denn... hier wieder so ein Rätsel. No, 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 no. Okay. Cool bleiben. Moment, so. Aha. Dann wird dich hier noch. Oh Mann, das ist wieder eine Nummer, du. Alter, die Kiste ist wieder irgendwie richtig, richtig böse. Warte mal, wenn ich das hier hin mache. Der nächste Ring. So, warte, der nächste Ring. Mach ich mal hier hin. Oh. Mann, Mann, Mann. Warnung, Gadgetron Instamag aktiviert. Denk dran, der Kern ist atomar, also sei vorsichtig. Was war das? Nichts. Alles gut. Warnung, Warnung, Stabilisator deaktiviert. Warnung. Ratchet? Hallo, Kadett. Ach echt jetzt, du kämpfst gegen mich? Du bist ja echt ein mieser Hund. Ich hab einen super krassen Heldenangriff gefasst. Du bist kein Held. Du bist absolut kein Held. Klein Zurkon ist hier. Rette mich, Klein Zurkon. Ärger dich nicht.
Schließlich trittst du gegen den größten Helden der Galaxie an. Du bist kein Held mehr. Du bist offiziell ein Schurke, du Idiot. Irgendwie war deine Schutztruppenausbildung doch keine so gute Idee. Du bist so ein Versager. Ich brauche etwas Mächtiges. Und dann brauche ich das hier. Captain, du musst aufhören. Dr. Nefarius versucht, das System zu vernichten. Ich rede nicht mehr mit dir. Du hast mein Leben ruiniert. Ey, der hat mich gegroovt. Oh Gott, wie lange hält denn das? Ich muss das Groviton treffen. Aber wie? Wie? Ich kann nicht angreifen. Muss Groviton zerstören. Ach so, einfach draufspringen. Okay. Hier kommt mein kleiner Freund, der Aggressor. Ist auch ein Aggressor? Au. Alright, erstmal die hier. Dann du. Dann. Es hat überhaupt nicht wehgetan. Ich hab's nicht mal gemerkt. Damit. Und dann. Geben wir ihm noch ein bisschen Brenner. Sicherheit wiegen. Oh nein. Hat ja wirklich alles, der Dude. Hat ja wirklich alles am Start. Der hat jeden Rotz am Start. Finde ich nicht gut. Finde ich ganz und gar nicht gut. Das hat ein bisschen gescheppert. Sieh dich nur an. Du arbeitest für die schlimmsten Schurken der Galaxie. Ich stecke zu tief drin. Ich muss dich vernichten und das hier durchstehen, damit das Volk von Solana mich wieder liebt. Oh, 20 HP nur noch. Schicksalsagenten, Angriff! Schicksalsagenten? Was der nicht alles hat? So viele Waffen. So viele Waffen. Ein Konzert des Leids finde ich geil, Zurki. Okay, er macht wieder seine Superraketen. Beseitige dich und finde für alle eine neue Heimat. Eine bessere Heimat. Oh nein! Dann werde ich wieder ein Held sein. So einen Unsinn wird die Galaxie nicht belohnen. Doch, natürlich. Ich bin berühmt. Du bist ein Loser. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie es so weit kommen konnte. Das ist so erbärmlich. Nefarius, gib auf. Es ist vorbei. Als Anführer der galaktischen Schutztruppen, er ist hier, um dich unverzüglich zu verhaften. Ich? Natürlich. Verhafte diesen Mann. Nur über deine Leiche. So? Magnetbooster aktiviert. Was ist da los? Deplanetisator ist jetzt aktiv. Quark! Er darf hier nicht einschalten! Ah. Hey, lass los! Du Fossil! Ah. Nun gut, vielleicht hat der Drag recht. Ich bin ein verrückter Wissenschaftler. Du hast alles ruiniert! Gadgetron Instamec aktiviert. So, wo waren wir? Ach ja, bei deiner Vernichtung!
würde ja gern noch plaudern, aber ich muss einen Zwergstern zerstören. Oh oh. Stellaris, es gibt ein Problem. Nefarius ist durchgedreht. Er will den Stern zerstören. Was war denn da? Was war denn da? What? Ich würde ja gern noch plaudern, aber ich muss einen Zwergstern zerstören. Okay, warte, das hier? Es gibt ein Problem. Da oben. Er will den Stern zerstören. Ratchet, du musst ihn aufhalten. Wenn der Stern explodiert, geht auch Umriss unter. Und dann wir. Du kriegst mich nicht. Ich gebe offiziell mein Bestes. Ich habe den Dummkopf von A bis Z manipuliert und dann in ein Schaf verwandelt. Gib auf, Lombax. Du gewinnst eh nicht. Lombaxe gewinnen immer. Alte Regel. Alte Indianerregel. Lauf mir nicht nach! Warum stirbst du nicht einfach? Wozu die Eile? Ich dachte, du wolltest ein Held sein. Ich kann euch ins Jenseits befördern und es bleibt immer noch genug Zeit zum Evakuieren der Station. Ich habe einen Logenplatz für die Zerstörung. Wunderschön, was? Künstliche Supernova. Die Idee kam mir, als ich im Gefängnis verrottet bin. Okay, es geht wieder rund. Ja, geben wir ihm direkt alles. Wow, 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 wow. Hab ich schon Lebensenergie verloren. Direkt euren Augen. Nein, das ist unmöglich. Okay, was macht er jetzt? Ich werde nicht gegen dich verlieren. Zeit zum Nachladen. Er will sich vollsaugen, ha? Huh? Aber wir machen Damage. Wir machen richtig viel Damage. Warte. Gebe ich ihm das hier? Das hier. Was haben wir denn noch hier alles? Oh, komm, wir nehmen mal die hier. So, jetzt wird's interessant. Alter, mach ich ihm einen Wahnsinns-Damage. Wirklich? Wow. Oh mein Gott. Wirklich aus, was? Okay, wait a moment, my friends. Ich brauch Sprit. Und du? Ich nehme mal hier noch schnell den Verpixler. Mr. Zirkon will mich unbedingt zerstören. Kennst du meinen Protonspalter schon? Nein. Ich werde ihn dir persönlich. Das freut mich. Vorführen. Da bin ich ja schon mega gespannt. Oh, gib mir nochmal hier die Klinge. Okay, er heilt sich. Warte. Das hier. Und ja, wieder ein Verpixler ein bisschen drauf. Oh, ich habe keine Munition mehr im Verpixler. Mega Brenner, du bist dran. Oh, ich komm. Komm da nicht hin. Und noch ein bisschen Treibstoff holen. Und dann noch so eine hin. Und dann noch sowas. Und dann ein bisschen Schmelzbomben. Das brauchst du doch nicht. Na, schmeckt dir das? Und ich habe schon wieder keine Muni. Alter, wie hier die Muni leer geht, ne? Bitteschön. Okay, er ist bei 17. Alles klar, gib mir. Nehmen wir mal den hier noch. Oh nein, das macht jetzt irgendwelche. Wow, 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 wow. Alright. Ich habe keinen Zurki mehr. Werden zur Lachen über der gesamten Galaxie. 7, 6, 5. Such dir lieber schnell. Schon wieder keine Munition. Hallo, halt still.
Ja! Deplanetisator dringt den Umbriss-Umlaufbahn ein. Auf geht's! Ratchet, du musst da sofort raus! Warnung, Eintritt in Umbriss-Atmosphäre. Und was jetzt? Wir brauchen einen von Drax Teleportern. Auf der Brücke war einer. Vorsicht! Festhalten, Jungs! Hier ist es! Bremsen! Oh nein, ich hab's nicht rechtzeitig! Haut ab, solange ihr könnt! Du! Was machst du denn? Ich improvisiere. Und das, mein Freund, ist die Geschichte meiner heldenhaften Erlösung. Ende. Wow. Was für eine krasse Geschichte, Cap. Ich habe sogar zu den Helden gehalten. Sonst hoffe ich immer, dass sie, du weißt schon, sterben. Tja, sehr rührend. Captain? Hey, Ratchet, Clank, wie geht's euch so? Uns geht's gut. Wir sind hier, um die Schutztruppen zu besuchen. Ja, Elaris hat uns eingeladen zum Testen neuer Waffen und, du weißt schon, nur langweilige Sachen. Wie geht's dir? Super, gut, prima. Ja! Gefangener entkommt! Gefangener entkommt! Gefangener entkommt! Was hab ich euch gesagt? Kein Gefängnisheld, Schiff Helix! Bereit, Kumpel? Jederzeit. Hey, kommst du? Aber klar doch! Ende. Ja, das war Ratchet & Clank, das PlayStation 4 Remake vom PlayStation 2 Spiel, basierend auf dem Film, der auch wiederum auf dem PlayStation 2 Spiel basiert. Gut, es war sehr cool, es hat sehr viel Spaß gemacht, ich freue mich auf Rift Apart, ich hoffe, ihr da draußen freut euch auch auf Rift Apart. Wir sehen uns dann sehr, sehr bald wieder. Wie immer, danke fürs Zusehen, lasst noch eine kleine Bewertung da zum Abschluss. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss!